Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Kornel. Wir sind hier zurück bei Mario Maker und heute spiele ich eure Level. Ich werde jetzt einfach mal durch die Kommentare gehen, mir da ein paar IDs oder Namen raussuchen und dann ein paar Level von euch spielen. Ich weiß nicht, wie viele ich pro Part schaffe, vielleicht 2, vielleicht 3, vielleicht 4. Mal gucken, seid bitte nicht böse, wenn euer Level nicht rankommt. Ansonsten kann ich das natürlich nicht mehr machen, also chillt down. Wenn alles gut geht und das Projekt gut läuft, dann haben wir sowieso 5 Millionen Parts und ich werde natürlich probieren, dass jeder mal drankommt. So, wir sind hier bei einem Level von Lykos. Ich habe das gestern schon mal gespielt, dementsprechend kenne ich das schon. Das ist sehr, sehr schwierig, wobei ich es gar nicht so schwierig finde. Für mich persönlich ist immer nur schwierig, mich an die... mich da durchzukämpfen. Ich muss mal kurz gucken, wo ich schon war. Ich war da schon, ich war da. Genau. Ich war... Au. Ich glaube, ich bin kurz vorm Ziel gestorben. Wie dem auch sei, es haben 3 Leute abgeschlossen. Eine Abschlussrate von 0,55%. Da stellt sich natürlich jetzt erstmal die Frage, ist das Level vielleicht irgendwie falsch gebaut? Weil es so gut wie keiner abschließt. Ich würde tatsächlich sagen, nein. Das ist ein wirklich gut designtes Level. Also mir persönlich gefällt es auf jeden Fall. Das war schon ein Fehler. Er ist halt nur ein bisschen schwierig tatsächlich. Ja. Jetzt kann man halt, wie gesagt, sagen, ne, das kann ein Kritikpunkt sein. Muss es aber nicht. Wie gesagt, ich kenne das Level schon. Dementsprechend komme ich hier auch einigermaßen gut durch. Also da jetzt nicht so viel... nicht so viel von mir halten. Ich habe mich wirklich schwer getan bei dem Level. Und ja. Mit dem Kettenhund habe ich so nicht gerechnet. Aber das ist, ja. Und ich sterbe immer. Ich sterbe immer bei diesem Twomp. Grundsätzlich ist der Twomp auch ein bisschen blöd. Ja, das soll man ja auch mal sagen dürfen, ne? Im Großen und Ganzen gefällt mir das Level wirklich sehr gut. Aber der Twomp ist halt so. Ja, warum, ne? Ich merke jetzt erst, ich brauche die Ranke ja gar nicht. Ich bin ein richtig schlauer Mensch. So, da ist ein Coin-Block. Dann lassen wir die Kettenhunde mal kurz ausrasten. Booms, wunderbar. Dann sind wir hier. Okay. Ja, die Pflanze ist da auch recht gut platziert. Da stirbt man beim ersten Mal wahrscheinlich immer. So, und jetzt sind wir schon... Oh mein Gott, wo bin ich? Oh, wie ging es hier nochmal weiter? Stimmt, das ist auch ein blöder Jump. Ne? Vielleicht wenigstens irgendwie Münzen hinpacken oder so. Aber der ist noch okay. Es ist halt ein Blind Jump. Oh, das war dumm von mir. Warum habe ich das gemacht? Ich wusste, dass die da drinnen sind, Leute. Ich wusste es doch. Okay, geh schnell weg, geh schnell weg. Okay, schnell, schnell, schnell. Bitte lebe, bitte lebe. Nein, nein, okay, ich lebe, ich lebe. Nein, ich muss ins... Okay, da war ich noch nicht. Hat man vielleicht gemerkt. Ah, da muss ich einen Spin-Jump machen. Das ist natürlich nochmal risky am Ende. Aber gut. Im Großen und Ganzen cooles Level, wirklich schwierig, ja. Ei. Aber habe ich mich gut angestellt. Ja, da am Ende war ich noch nicht. Das mit dem Spin-Jump wusste ich nicht. Das sind halt immer solche Dinge. Hier sieht man, der ist gut platziert, der Gegner. Aber das ist so eine... Das ist so eine Sache, das kann der Level-Designer, glaube ich, nichts für. Das ist einfach nur... Ich weiß auch nicht, das hat irgendwas damit zu tun, wie diese Röhren getimed sind. Die sind halt so getimed, dass man immer warten muss. Das ist für so einen ungeduldigen Menschen wie mich echt, echt eine blöde Sache. Nein, nein. Ich lebe, Alter. Ich lebe. Okay. Kein Problem für mich. Ey. Kein Problem. Ich komme hier durch wie ein junger Gott. Verpinkelt euch, Kettenhunde. Nur weil Miyamoto Angst vor euch hatte, muss ich das nicht auch haben, okay? So, das Feuer an sich ist kein Hindernis. Ja, natürlich auch nicht. Ja, man kann natürlich auch so da durchspringen. Das ist alles gar kein Problem. Da kann man vielleicht sogar direkt durchlaufen. Aber das ist ja für uns nicht wichtig. Ich meine, wir haben die Zeit. Ich glaube, hier war keine Blume drin. Na, wie auch immer. Okay. Okay, jetzt machen wir logischerweise den Geisterring nicht nochmal an. Oh mein Gott! Das war... Ja, der Cooper-Panzer in meiner Hand, der hat mich ein bisschen verwirrt. Es ist krass, wie schnell die Zeit umgeht. Das ist so eine Sache, wo ich noch nicht so genau weiß, wie ich das machen soll. Soll ich dann einfach auch 10 Minuten an einem Level sitzen? Oder ist es zu langweilig? Ich weiß es halt nicht. So,
So fürs selber spielen, das ist halt kein Problem. Ich weiß noch nicht genau, wie das dann beim Zuschauen ist. Also das dürft ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie lange soll ich denn an so einem Level sitzen, bis ich es schaffe? Soll ich anfangen zu cutten irgendwann? Soll ich irgendwann dann anfangen... Upsi, upsi, dupsi. Nein! Oh, das war... Oh, wieso rutschst du da runter, Mario? Ich hab dir vertraut. Aber das war ein richtig guter Lauf. Habt ihr das gesehen? Wie richtig nice ich da durchgejumpt bin. Jetzt muss ich es halt nur noch umsetzen, um mein Ziel zu kommen. Ich war gerade schon fast im Ziel. Ja. Wie gesagt, ich habe relativ viele Versuche gebraucht. Das muss ich so gestehen. Aber, ja. Das ist auf jeden Fall eine Sache, das konnte ich nicht blind im Let's Play machen. Das hätte einfach zu lange gedauert, sich das blind zu erspielen. Boah, hatte ich ein Glück, dass die Pflanze da nicht rausgekommen ist, ey. Okay, jetzt machen wir hier einfach so, whoops. Ich habe ja, dieser Twomp, wirklich. Ich habe euch ja gesagt, dass, dass da eine Pflanze drin ist, glaube ich, habe ich gerade kurz erwähnt. Man sieht sie halt nie. Jetzt hat man sie gesehen, weil ich kurz Anlauf genommen habe. Was halt einfach... Ja, das... Keine Ahnung, warum kommen die nicht direkt raus, wenn ich da bin? Das ist halt so eine Sache, die ich halt... Da kann der Levelhersteller, wie gesagt, nichts für. Aber das war bei dem das ist bei den originalen Spielen nicht so. Also kann ich mir nicht vorstellen. Sonst wäre ich da viel öfter dran gestorben in meinem Leben. Okay. Ja, wir warten jetzt einfach. So, wunderbar. Nein! Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Aber, ja, ich bin nicht richtig von der Knochenbahn abgesprungen. Was mich ein bisschen traurig macht, aber meine Güte. Also mit solchen Dingen muss man im Leben umgehen können, ne? Mit Niederlagen. Mit Niederlagen muss man leben können. So, aber wir kommen echt gut durch. Und man sieht, das ist, wie gesagt, das ist wirklich ein sehr schön designtes Level, denn man kann hier wirklich auch Speed aufnehmen. Ja, man kann hier wirklich schnell durch. Das ist nicht alles nur... irgendwie aneinander gereiht. Das hat alles schon durchaus Sinn und Verstand. Wir lassen uns hier jetzt mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Denn ich muss irgendwie besser von dieser Knochenbahn abspringen. Ja, das war natürlich viel zu früh. Das Problem ist, ich hatte gerade das Problem, dass ich von der Knochenbahn falsch abgesprungen bin, also zu spät. Und deswegen hatte ich dieses, wenn die Knochenbahn dann umkehrt und zurückfährt, dann funktioniert dein Sprung nicht richtig. Das habe ich vor ein paar Versuchen gehabt und deswegen habe ich jetzt immer das Bedürfnis, da richtig schnell abzuspringen und deswegen springe ich immer zu früh ab und das ist halt, ja, was soll ich sagen, ne? Das ist halt einfach eine richtig doofe Sache so an und für sich. Okay, vielen Dank dafür. Dann gehen wir hier durch, dann gehen wir hier schnell durch. Zum Glück ist die Pflanze da nicht rausgekommen. Laufen wir da schnell durch. Ja, hier warten wir, keine Ahnung. Muss man nicht, aber ist mir irgendwie lieber. So, Sprung, Sprung, wunderbar. Wir beseitigen mal kurz den Koopa. Wir können auch einfach die Pflanze töten. Dann können wir hier vernünftig drauf springen. Und dann können wir da... Hä, wie soll das denn funktionieren? Hä? Ich brauche wahrscheinlich Anlauf. Ich muss die Koopas irgendwie komplett töten, glaube ich. Ja, jetzt die Frage, ne? Jetzt sind wir halt schon wieder 10 Minuten hier in dem Level. Ich weiß halt nicht, ob ich das so hochladen kann. Da brauche ich auf jeden Fall eure Meinung für. Es ist irgendwie langweilig, aber es ist halt ein schwieriges Level, ne? Und mir macht es auch Spaß, solche Level sich zu erarbeiten. Wisst ihr, da so zu hocken und halt peu à peu dieses Level weiter zu schaffen und ja, mir macht das halt schon relativ viel Spaß. Ich weiß halt nicht, wie das dann am Ende für den Zuschauer ist. Das Problem, was ich gerade mit den Koopa
Panzern hatte. Also was ich da mit den Coopers hatte, ist halt... Wie soll ich die jetzt töten? Ja. Ach so. Ich könnte den jetzt hier anstoßen und hier hinten versuchen zu stoppen. Hä, wie soll das denn funktionieren? Ich kann da bestimmt einfach so rüberspringen, oder? Wenn ich keinen Spinjump mache, sondern einfach ganz normal springe, dann müsste ich eigentlich da rüberkommen, oder? Dann, vielleicht ist es einfach nur zur Ablenkung. So von wegen, ey, mach einen Spinjump, aber das funktioniert gar nicht. Das wäre natürlich schon ein bisschen ekelig, ne? Okay, jetzt muss ich mich mal wieder hier kurz sammeln. Beo, 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 boom, 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 boom. Oh Mann, ey. Ja, ich bin mir jetzt halt jetzt schon wieder unsicher, ob ich das so machen kann, aber ich glaube, ich muss es halt einfach cutten, dann. Keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Ich weiß es doch auch nicht. So, wir springen hier rüber. Wunderbar, wir springen hier rüber. Wir springen hier rüber. Alles easy in Kambodscha City. Wir warten kurz. Ja, ist halt auch so nervig, ne? Die kommt so spät raus. Ja, jetzt habe ich es verkackt. Ja, die kommt so spät raus. Das verzögert halt einfach alles. Und stirb! Okay. Okay, nice. Es ist so einfach, es ist so einfach. Man muss einfach nur drüber springen. Ah. Ich habe den Sprung komplett falsch eingeschätzt. Okay. Dankeschön, Lykos, für das Level. Das war auf jeden Fall ein schwieriges Level. Und es war wirklich gut. Es war wirklich gut. Es hat halt nur eine Abschlussrate von 0, was weiß ich nicht, wie viel Prozent. Ja, 0,5 oder so. Jetzt durch mich wahrscheinlich 0,2. Aber es war auf jeden Fall nice. Es war auf jeden Fall nice. So, vielen Dank dafür. Dann gucken wir mal weiter. So, dann spielen wir jetzt das Level vom Julius. Dann brauche ich nämlich gar nicht so groß cutten. Dafür gehen wir auf mein Level. Hat schon 51 Sterne. Nice. Ja, hat eine Abschlussrate von 6%. Jetzt mal ganz im Ernst, Leute. Ja, 6% ist vielleicht noch okay, aber das Level ist wirklich nicht schwierig. Boah, die Leute sterben echt überall. Das ist interessant zu sehen. Ey Leute, das ist wirklich nicht schwierig. Aber es haben immerhin 76 Leute abgeschlossen. Da bin ich wirklich sehr froh drüber. So, ich werde auch bald wieder neue Level bauen. Aber da kommen wir später zu. So, der Julius hat geschrieben, dass er mir einen Stern gegeben hat. Das ist natürlich schon mal ganz nett. Und der hat mit Julius bewertet. Also gespielt und bewertet. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob wir den Julius hier in der Liste jetzt finden. Jetzt soll ich natürlich aufpassen, dass ich hier ihn nicht überspringe oder so. Das wäre natürlich, das ist immer das Gleiche, ne? Dann guckt man so ein Video und der Let's Player sucht irgendwas und man sieht es, weißt du, es ist so mit richtig, da ist der Julius. Es ist so mit Leuchtpfeilen ausgezeichnet, nein, wie sagt man, ausgeschildert, ja genau. Er hat geschrieben, ich würde dir das Don't Move 3 Level empfehlen. Don't Move 3. Dann machen wir das, Julius. Ich spiele natürlich auch gerne Don't Move Level. Ich mag die persönlich sehr gerne. Ihr dürft bauen, was ihr wollt, ne? Lasst euch da gar nicht von irgendwas beirren. Ah, das ist natürlich nice. Alter, das sieht ziemlich cool aus. Ich finde sowas wirklich mega nice. Mega nice. Das ist halt... Ich weiß gar nicht, wie lange dauert sowas zu bauen. Kannst du ja mal reinschreiben, Julius. Wie lange du daran jetzt gebaut hast. Vielleicht braucht man gar nicht so lange dafür. Wow, krass. Vielleicht braucht man gar nicht so mega lange dafür, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es einige Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist halt auch cool gestaltet, ne? Das ist ein riesiges Castle-Level. Das ist schon ein bisschen cool.
Wenn das ein Castle ist, muss ich doch am Ende auch die Säge betätigen, die Axt betätigen, oder? Boah, wie krass ist das denn? Wie krass war das denn? Vor der Turm aus dem Bowser Junior, Kamek, ein Goomba und ein Koopa. Und den haben wir einfach besiegt, ey, ohne uns zu bewegen. Woo! Ich bin halt der beste Spieler der Welt, ich weiß. Vielen Dank dafür. Ja, das war cool. Dankeschön dafür, Julius. Und dann würde ich sagen, machen wir noch ein drittes Level. Nehmen wir noch das Level von Alexander Fritz. Der Alexander. Dafür muss ich kurz eine ID eingeben. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich die Sachen vielleicht rausschneide. Aber wisst ihr was? Dann seht ihr die ID auch. Dann könnt ihr es vielleicht auch spielen, wenn ihr wollt. Ich weiß gar nicht, ob ich die ID von Lykos angezeigt. Findet ihr in den Kommentaren. Unter meinem zweiten Video. Wenn ihr es auch spielen wollt, könnt ihr da ja einfach mal gucken. So, das ist die ID von Alexander Fritz. Ja, vielleicht könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, ich frage wieder viel und viel und viel, aber es würde mir halt dabei helfen, diese Videos zu gestalten, wisst ihr? Das wäre halt einfach eine richtig coole Sache, wenn ich da halt so einen generellen Überblick kriegen würde. Und da ist der Punkt, Yoshi und the Cave, das sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus, ist auch wieder ein SMW-Level. Da ist auch der Punkt, schreibt es einfach dann in die Kommentare, wenn ihr mögt. Und halt nicht, es ist mir nicht wichtig, was der Einzelne denkt, sozusagen. Es ist mir halt einfach nur wichtig, was so im Allgemeinen der Gedanke darüber ist. Wenn ich sowas frage, habe ich ganz oft die, oh. Hey, Yoshi, du spuckst ja gar kein Feuer, wenn du einen roten Koopa frisst. Aber da spuckst du Feuer, okay. Ist okay, Yoshi. Vielleicht hast du ein bisschen Magenprobleme oder so, hm? Hast du ein bisschen Magenprobleme, kleiner Yoshi? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Okay, man kann noch von Yoshi abspringen. Wie cool ist das denn? Da war ein Koopa mit einer Piranha-Pflanze auf dem Rücken. Stimmt, man kann so viele coole neue Dinge machen. Das ist halt auch so ein Punkt. Das ist eine Sache. Nein, Yoshi, bitte. Yoshi. Och, Yoshi. Ja, genau. Und zur Feier des Tages trifft mich da auch noch ein... cool. Okay. Zur Feier des Tages trifft mich da auch noch so ein... Ein roter Koopa ist halt so ziemlich das Schlechteste, was hätte passieren können. Au! Oh, Entschuldigung, Kamek, das war keine Absicht. Ich wollte das nicht. Ah, der Koopa ist an der Ding. Man kann so viele Sachen miteinander kombinieren, ne? Das ist. Ich bin sehr gespannt, was in diesem Spiel noch so alles herausgefunden wird an Kombinationen, an Möglichkeiten. Wisst ihr, das entwickelt sich ja auch mit der Zeit immer weiter und weiter. Ich bin da wirklich sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und sehr, sehr neugierig, wie das hier noch alles wird mit dem Mario Maker. Also Stand jetzt muss ich sagen, dass er mir sehr gut gefällt und Stand jetzt, ich muss in die Röhre, ne? Stand jetzt würde ich sagen, wir machen davon einfach 1000 LP-Parts, also wirklich, ohne Spaß. Für mich persönlich ist es momentan so ein Fass ohne Boden. Ich weiß einfach nicht, wie ich das beenden soll. Ich werde das einfach nie beenden, weil es ist einfach so cool. Oh mein Gott, jetzt muss ich hier durch die Kettenhunde. Okay, nice. Sie haben den Weg freigemacht. Schnell, Mario, beeil dich. Es ist einfach mega cool. Und wie gesagt, ja, bei den Nachfragen, es gibt immer so Leute, die dann einen Kommentar schreiben, so von wegen, das macht das nicht mit. Und oder die schreiben es halt so, dass ihre Meinung halt die ist, auf die ich dann hören muss. Ich frage generell alle, wisst ihr? Also, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da eine kleine Meinung da lässt. Ich könnte auch einen Strawpoll in die Kommentare hauen, aber naja, keine Ahnung, Strawpoll ist so ein bisschen klinisch, oder? Schreibt einfach. Netten Kommentar und dann könnt ihr es irgendwo dazu schreiben. Ich lese ja sowieso. Okay, und wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, ist es auch egal. Ich werde es wahrscheinlich sowieso am Ende so machen, wie ich das gerne hätte. Oh mein Gott. Ich hatte ein bisschen Angst, muss ich sagen. Aber Alexander, das war auch ein wirklich schönes Level. Das hat mir gefallen. Vielen Dank dafür. Ich bin wirklich sehr froh. Und ich glaube, wir spielen noch eins. Ich glaube, wir spielen noch eins. Ne? Der Part ist jetzt 20 Minuten lang. Ja, komm. Genau. Ihr dürft auch ruhig gerne eure IDs in die Kommentare schreiben. Aber was ich gerne vermeiden wollen würde, wäre, dass ihr unter jedes Video eure ID schreibt.
Ich bin jetzt, ich werde die Videos nacheinander durchgehen. Also bitte schreibt nicht ständig die gleichen IDs in die Kommentare. Ansonsten werde ich vielleicht mal auch eine Liste machen von Leuten, deren Level ich nicht mehr spiele. Weil das ansonsten, das wird halt, wenn es halt Spam wird, ich muss gar keine ID eingeben, ich gehe einfach wieder auf mein Levelchen. Wenn es nämlich es wird halt nämlich sonst irgendwann einfach zu viel Spam und das ist auf jeden Fall keine gute Sache. So, der Firefrog LP hat unter dem Namen Florian gespielt. Der Florian. Bist du das, Florian? Ich hoffe doch. Er hat 4 Level erstellt. Ja gut, das sind schon 5, aber eventuell hat er seitdem wieder Neues gemacht. Also denke ich mal, dass es das Richtige ist. Und ich sehe hier direkt das Big Castle und das lacht mich doch relativ stark an. Spielen wir das mal. Lieber Firefrog, ich hoffe, das ist richtig hier. Und dann vielen Dank für dein Level. Und NSMBU. Ich muss ja sagen, ich mag NSMBU. Wirklich, ich mag es unfassbar gerne. Es ist einfach ein richtig gutes Spiel. Die Steuerung ist wirklich nice. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob... Das war mir, glaube ich, gar nicht so richtig klar. Aber seit Mario Maker weiß ich, Alter, ich mag das wirklich richtig sehr. Okay. Ja. Oh, shit. Es war ein Hindernis, dass man... auf jeden Fall so setzen kann. Der Trump war auch nicht das allergrößte Problem. Ich bin danach nur vollkommen durcheinander gekommen. Und wahrscheinlich war dann am Ende des Tages doch der Trump dafür verantwortlich. Müssen wir mal gucken. Muss ich eventuell irgendwie jetzt ein bisschen besser anstellen. Dass ich da einfach dann auch... Da war was. Entschuldigung. Hä? Da war doch ein Power-Up. Vielleicht war das ein Propellerpilz. Boah, den hätte ich gerne. Mit einem Propellerpilz wäre das Ganze natürlich, ja, nicht mega einfach, aber einfacher, würde ich sagen. So. Dafür müssen wir aber gut den Hammerbruder besiegen. Nice. Ach, da ist so eine Flamme rausgekommen. Ja, auch okay. Schade. Schade. Ich hätte voll gerne einen Propellerpilz gehabt. Okay, hier muss man vielleicht ein bisschen darauf achten, wo die Feuer rauskommen. Ja, das war sehr nice gespielt. Und das, der Trampolinblock hat funktioniert. Da freue ich mich natürlich drüber. So, Trampoline. Ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Ich glaube, oh, Mist. Ich glaube, ich hätte das Trampolin nicht in die Hand nehmen dürfen. Ich wollte das auch nicht unbedingt. Ja. Jetzt gucken wir einfach mal. Ja. Das ist generell so ein kleines Problem, weil das die Sache ist. Ich nehme das Trampolin in die Hand. Ich lasse ja die eine Taste gedrückt, mit der ich auch Sachen hebe. Hier, guck mal. Die Taste, womit ich Sachen aufhebe, die habe ich ja die ganze Zeit gedrückt, damit ich schnell laufe. Und das ist halt bei solchen Dingen, ist es echt ein bisschen problematisch, weil... ja, wie gesagt, weil du dann halt da drauf springen musst, die Schnelllauftaste aber auch gedrückt hast, logischerweise. Ich meine, die ist schon irgendwo relativ... Die ist schon relativ wichtig. Und dann, ja, muss ich halt irgendwie versuchen, drauf zu kommen, ohne das Trampolin in die Hand zu nehmen. Ja, das ist am Ende meine Sache. Also, ne, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler im Leveldesign ist, ob man an sowas denken muss. Aber ist auf jeden Fall ein Problem, was sich so darstellt. Ja, jetzt kommen wir hier. So, jetzt halt die Sache, wie springe ich da drauf? Ich mach's einfach so, genau. Ja, okay, es geht. Du musst halt einfach drauf springen und dann, wenn du drauf gesprungen bist. Ja, jetzt habe ich es natürlich komplett verkackert. Ah, das ist jetzt meine Schuld. Du musst einfach draufspringen und dann die Taste kurz loslassen. Okay. Ich lebe noch. Das ist auf jeden Fall schon mal eine positive Sache. Okay, sehr nice. Das ist wirklich sehr nett, dass da noch eine Feuerblume versteckt ist. So hat man hier immerhin noch mal ein bisschen extra Leben. Oh... Notenblöcke.
Ich hab's drauf. Er sieht zumindest so aus, als hätte ich's drauf. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Diese Notenblöcke sind einfach... Oh, Mensch, ey. Hat er gerade meine Plattform kaputt gemacht? Oh, Bowser, Alter. Bitte, Bowser, bitte! Bitte, er hat mich einfach runtergeschubst. Das kannst du doch nicht machen, Bowser. Erst machst du meine Plattform kaputt und dann schubst du mich runter, oder was? Aber ein richtig ekliger Bowser, ey. Na gut. Im besten Fall kommen wir da halt einfach mit einer Feuerblume an oder so. Das ist auf jeden Fall möglich. Aber auch ein Level, muss ich hier direkt schon mal sagen, was mir sehr gut gefällt. Hat auf jeden Fall... oh, shitty. Coole Level-Elemente, lässt sich sehr gut spielen. Ist auf jeden Fall... Ja, diese Notenblöcke sind natürlich so ein bisschen... Ja, aber da kann der Levelersteller ja nichts für, dass die Notenblöcke more or less schlecht funktionieren. So, wunderbar. Sind wir auch drüber gekommen. Ich würde gerne... Ich kann ja eine Stampfattacke machen. Da ist ein Extra-Leben drin. Das Extra-Leben kriege ich nur, wenn ich schnell genug bin und den Koopa mir schnappe wahrscheinlich. Okay. Da muss man also für eine kleine Belohnung... Muss man sich schon mal eine ziemlich doll anstrengen. Ich kann hier auch einfach so rüber. Indem ich die Koopas nutze. Die Bullet-Builds, genau. Und dann springen wir einfach über ihn drüber und töten Bowser. Das war ziemlich lustig bei meinem letzten Versuch, weil Bowser da meine Plattform kaputt gemacht hat. Und deswegen konnte ich gar nicht diesen weiten Sprung probieren. Das war natürlich clever gemacht von Bowser, muss man ihm lassen. Ne? Hat er mich richtig eiskalt ausgekontert. Wie dem auch sei. So, dann sind wir angelangt am Ende dieses Partes. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung sehr freuen. Und ja, schreibt mal rein, ob ihr das cool findet, wenn ich eure Level spiele. Ob wir das so in der Form lassen können, dass ich die IDs zeige und einfach so die Level suche und spiele. Wie lange darf ich in so einem Level bleiben? Ja, das von Lycos war einfach schwierig. Da muss ich vielleicht ein bisschen cutten. Aber meine Güte, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn er euch gefallen hat, schreibt mir, wie gesagt, gerne eure Sachen in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen und das Let's Play weiterbringen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.